that? Where did you get that? It's Elle's. Elle? Where is she? Is she okay? I don't know. I'll find her, though. I promise. She said she took this from you. So I guess you should have it back. This isn't mine. It belonged to Nora. Nora? Return the gas! Nach dem grausamen Tod seiner Mutter und dem Wechsel zur Otherworld Overlook Penitentiary begibt sich Alex auf die Suche nach Officer Wheeler sowie seiner besten Freundin Elle. Kurze Zeit nachdem er Wheeler gefunden hat, treffen beide auf die verängstigte Margaret Holloway, die an einen Stuhl in einer Art Gaskammer gefesselt wurde. Als Alex Elles Kette fallen lässt und Margaret diese sieht, erinnert sie sich daran, dass die Kette ihrer verschwundenen Tochter Nora Holloway gehörte. Genau das löst allerdings eine Manifestierung aus, welche Alex und Wheeler in große Gefahr bringt. Aspexia ist der groteske Bossgegner der Overlook Penitentiary in der Otherworld, welcher sich Alex stellen muss, nachdem Margaret ihn mit einem Schmunzeln zurückließ. Aspexia erscheint als Kreatur, welche aus mehreren weiblichen Körpern zusammengesetzt wurde. Sie läuft überwiegend auf ihren zwei Beinen, welche statt Füßen zwei Hände besitzen, und ähnelt mit ihren zahlreichen Armen und grausam verformten Gliedmaßen einem Hundertfüßer. Den hinteren Teil ihres Körpers benutzt sie, um anzugreifen, und ihr fehlen komplett beide Augen. Die beiden Arme, welche während des Kampfes ihren Mund verdecken, wachsen ihr außerdem aus dem Rücken. Aspexia greift meistens mit ihren zahlreichen Gliedmaßen entweder direkt in drei aufeinanderfolgenden Angriffen an oder nutzt ihren, ich nenne ihn einfach mal Schwanz, um sich zu drehen und mit diesem Alex von seinen Beinen zu stoßen. Manchmal lässt sie einen fürchterlichen Schrei los, welcher Alex ebenfalls zu Boden wirft, und packt Alex, um ihm daraufhin mit dem schwarzen Gas aus ihrem Mund schweren Schaden zuzufügen. Auch wenn ihren Angriffen anfangs vielleicht etwas schwierig auszuweichen ist, so hat man relativ schnell ihre Technik erkannt und kann ausweichen, was ihr zum Verhängnis wird, gerade wenn Alex ihrem Griff ausweicht. Denn wenn Alex es daraufhin schafft, hinter ihr zu landen, stellt sich ihr Schwanz als ihre größte Schwäche heraus. Mit einem gut platzierten Schlag wird Aspexia in die Knie gezwungen und ihr Kopf kann daraufhin angegriffen werden, bis Alex schließlich mit einem Tastendruck auf ihre Schultern steigt, ihr die Hände vom Mund nimmt und sie letztendlich erstickt. Im Gegensatz zu den anderen Bossgegnern besitzt Aspexia nur eine Kampfform. Einige Jahre vor den Ereignissen von Silent Hill Homecoming starb Nora Holloway aufgrund einer rituellen Opferung, die in Shepherd's Glen alle 50 Jahre stattfindet. Die vier Gründerfamilien mussten immer jeweils eines ihrer Kinder durch eine bestimmte Art der Gottheit von Silent Hill opfern, um zu verhindern, dass Shepherd's Glen ins Chaos gestürzt wird. Nora wurde von ihrer eigenen Mutter Margaret Holloway mit bloßen Händen erstickt, was die zahlreichen Hände symbolisieren könnten, wie sie gewürgt und ihr die Luft zugeschnürt wurde, sowie die Tatsache, dass Atmen, also das genaue Gegenteil, tödlich für sie ist, wie Alex am Ende bewiesen hat. Der schwarze Rauch, den Aspexia Alex ins Gesicht schreit, in Anführungsstrichen, könnte eine Anspielung auf eines von Noras Lieblingsbüchern, Alice im Wunderland, sein. Joshua Shepherd, Alex' kleiner Bruder, erwähnte auf seinem Foto von Nora,
was ihrer Lieblingsfigur der Hutmacher war, welcher ebenfalls mit seiner Pfeife Alice Rauch ins Gesicht pustete. Aspexia ist ein sehr sexualisiertes Monster, sowohl in ihrem Erscheinungsbild als auch teilweise in ihren, vorsichtig ausgedrückt, verführerischen Bewegungen. Dennoch verbirgt sie zum Teil ihren Körper, ähnlich wie es eine junge Frau tun würde, was eine Anspielung darauf sein könnte, dass Nora gerade einmal 15 Jahre alt war, als sie starb und niemals erwachsen werden konnte. Zusätzlich kommt Aspexia aus einem Loch in der Wand, was einer Vagina ähnelt und zu einigen Themen von Silent Hill Homecoming passt, wie zum Beispiel Geburt. Das Monster wird als gequälte Seele dargestellt, worauf der grüne Schleim anspielen könnte, den Aspexia aussondert, wenn sie den Angriff mit ihrem Schwanz ausübt. Allgemein wird etwas Grünes, was aus dem Körper austritt, oft als ein Zeichen von Krankheit oder einer Infektion wahrgenommen. Es könnte auf die vergiftete Seele, nenne ich es mal, bei Aspexia hindeuten, welche einen qualvollen Tod starb und in ihrer Monsterform ebenfalls enorm zu leiden scheint. Dass die Kreatur keine Augen besitzt, könnte ebenfalls auf ihre Todesart anspielen. Möglicherweise war Nora nicht ganz bei Bewusstsein, als es passierte, vermutlich während sie geschlafen hat, und ihr wurde nicht nur die Möglichkeit genommen zu atmen, sondern sie wurde ohne Gnade weitergewürgt, selbst als sie schon bewusstlos war.